Hallo Leute und herzlich willkommen bei A Way Out. Oder wie ich es gerne nenne, AJJ. Ich glaube, so werden wir es auch für das restliche LP nennen. Genau. Wie wir hier gerade hier sehen, steht da 2018 Hazelight Studios. Wir wollten dieses Spiel schon seit sehr, sehr langer Zeit zusammen spielen. Ich glaube, ja. Seit 2019. Aber sind nie wirklich darauf... sind nie irgendwie dazu gekommen, genau. Weil wir halt irgendwie dachten, es geht nicht so, wie wir wollen. Aber dann haben wir es nochmal richtig gejiggt und da haben wir gesehen, oh mein Gosh, auf geht's. Auf geht's. Ich glaube, wir sagen jetzt mal noch gar nichts zum Game. Wir werden dann schon zusammen sehen, genau. Was hier ist. Also Kopf, nee, was ist das hier? Audio-Voranstellung, Kopfhörer, ich glaube, das kann man so lassen. Ja, das können wir alles so lassen. Untertitel ein, genau. Wir sehen ja schon die Steuerung und sowas im ja. Spiel. Lokales Spiel... Und jetzt geht's los, Leute. Wir können einfach beide gleichzeitig dieses Game spielen. Nehme oh Parsa. Und die Geist Drive 19. Neues Game. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Okay, Leute. Jetzt sind wir in der Charakterauswahl. Way Out, oder AJJ, wie wir sagen, ist ja... Also, wir sagen jetzt noch nicht viel. Das werden sie schon selber sehen. Das werden sie selber sehen. So, Leute, wir mussten jetzt unseren Charakter auswählen. Und hier stehen schon die Sachen. Wir werden das mal lesen. Wir haben beide keine Ahnung, wer jetzt von uns wer spielen wird. Deswegen gucken wir uns das erstmal an, wer die Charaktere sind, wie sie drauf sind von der Persönlichkeit her. Und dann werden wir entscheiden, wer zu wem am besten passt. Fangen wir doch mal mit Vincent Moretti an. Vincent Moretti, Alter 43. Straftaten, Betrug, Unterschlagung und Mord. Oh. Strafmaß 14 Jahre Haft. Persönlichkeit rational, diszipliniert, zurückhaltend. Vorgeschichte. Nach Abschluss seines Finanzstudiums und der Heirat mit seiner Highschool-Liebe trat Vincent einen Job im Bankensektor an. Sein Leben geriet aus den Fugen, als er durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen wurde. Leo Caruso. Alter 36. Straftaten, bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung, schwerer Diebstahl. 8 Jahre Haft, davon 6 Monate verbüßt. Persönlichkeit, selbstbewusst, aufbrausend, sarkastisch. Leo wuchs in einem Waisenhaus auf und schlug schon früh eine kriminelle Laufbahn ein. Als er einen berühmten Diamanten stehlen wollte, lief alles fürchterlich schief. Jetzt muss er aus dem Gefängnis entkommen und die Dinge für seinen Sohn, seine Frau und sich selbst gerade biegen. Ich würde sagen, Leute, das passt. Vincent Moretti ist älter als Leo Caruso. Stimmt, das passt auch. Und Michael ist auch älter als ich. Michael. Ja, und... ich würde sagen, von der Persönlichkeit her zurückhaltend bin ich auf jeden Fall ja, diszipliniert. Michael ist auch rational. Ja. Doch, ich würde schon sagen, dass du diszipliniert bist. Also, du bist nicht jemand, der direkt so... Wenn ich nicht diszipliniert wäre, dann wäre mein YouTube-Kanal ein Haufen drin. Ja. Muss man so... jetzt als Beispiel jetzt gesehen, ne? Und ja. Ich würde sagen, Körperverletzung finde ich am geilsten bei dir, Alter. Das passt. Also Leute. Alter, du hast Mord begangen, du böse Halunke. Das check ich auch nicht, ja, Leute. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich ein Mädchen zu krass gestalkt. Das war eine Psyche in mir. Was denn? Ja, du bist doch verheiratet mit deiner Highschool-Liebe. Was will ich eigentlich überhaupt? Keine Ahnung. Ja, Leute, ich würde sagen, das passt so am besten. Das passt echt gut so. Und jetzt würde ich sagen, choose your character. AJ Jot. Okay, ich bin voll gespannt, was jetzt passiert. Oh mein Gott! Oha, es geht los! Hazelight Studios presents
Prison Area Hitchhiking Prohibited. A Joseph Ferris Game. Danke, Josef. Art Director Klaus Engdahl. Engdahl? Lead Level Designer Philip Collins. Grüße gehen raus an die ganzen Namen, die wir vorgelesen haben. Das ist echt so. Lead Animation Technical Animator Emil Kleisen. Kleisen. Close the gates. Sound Design Gustav Greffberg und Merns Ordner. Oi, oi, oi. Hast du nicht auch so eine Jacke in Real Life? Mit Blumen? Von meinem Dad wahrscheinlich. Willkommen in der Ghetto. Ist das Alcatraz? Keine Ahnung. Written and directed by Joseph Ferris. Tut uns schon mal leid, wenn wir den Namen falsch aussprechen. Wir sprechen die safe falsch aus, aber egal. Wir versuchen. Grüße gehen trotzdem raus an all die Leute, die das Spiel hier entwickelt haben. Get off the bus. Alter, wir können das einfach zusammen spielen. Ist das geil? Ja, Leute. Ich muss mal raus aus dem Bus hier. Ja, komm mal raus hier! Frischfleisch! Oi. Das ist voll geil irgendwie, so, dass wir das gleichzeitig spielen können. Oh. Guck mal jetzt! Ey, was läuft da hier? Guck mal. Macht schon hier mal einen rein da. Lecker, lecker! Ich bin jetzt echt gespannt, wie wir beide so zum Team werden und gemeinsam hier abhauen. So Leute, rechts bin ich. Links ist der Michael's Drive. Oh, ich habe schon eine Entscheidung zu treffen, Alter. Krass. Stay strong. Bei mir boxen sie. You think I'm a pussy, huh? Well, you're wrong if you do, because I fucked him up. I fucked him up real good. Got that? Yeah, I'm sure you do. Good luck. So, und da werde ich gleich von meinem Charakter schon in den Boden gestampft, Alter. Ja, bei mir werden Boxen. Oh mein Gott, this place is bad. It's really, really bad. I don't know. I can't survive in here. I don't belong in here, man. Shit, dude. That fight out there? Hey, I'm sure you'll be fine. I can hear bones crying. You don't get it, man. We're fucked in here. Just try to calm down, okay? Worrying about it won't make it easier. I know. I just can't help it. Sleep, eat, fight. You're up. I'm afraid you'll have get to get in used there. To it. Oh man, I can't get used to that. I can't even fight. You better learn faster. Oh boy, I'm a dead man. Der hat Angst, zusammengeschlagen zu werden. Here you go. Sign this. That's all. Ich habe erstmal eine Unterschrift abgegeben. Gegen deinen Willen oder? What's up with you? Freiwillig. Having the best day of my hey, what's life, up, man. I'm telling you, best day ever. Was ist mit dir denn los? Ja, meine auch. Really? Ich hab Frischfleisch gesehen. Mine too. So you got beat up and robbed as well. Yeah. Zweimal vor dem Frühstück, genau. Who do you take me for? Zweimal ausgeraubt und verbringen der Arm, Alter. Arms up, stand still. Hä? Die sind ja genau gleich. Die sind ja echt gleich, oder? Deiner ist nur so ein bisschen älter. Ich glaube, das ist der Sohn von ihm. Get undressed. Ich muss mich ausziehen, Alter. Ja, auf geht's. Schade, dass ich das nicht sehen kann. Egal. Sure, take all the time you need. Digga, ich setz mich wirklich kurz hin. Und ich bin nackt, Alter. Boah.
gut aus! Guck nicht auf meinen trainierten Arsch, Alter. Ist das kaltes Wasser? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Sieht ja richtig gut aus, mein Alter. Boah, da ist jemand mit Boxen, Alter. Was willst du denn hier? Straft ihr aus? Break it up, now! Harvey sends his regards. Fuck you and him. Der hat aber einen coolen Bart, muss ich sagen. Der Typ, der mich gerade angefasst hat. Diese zwei Seiten sind so witzig. Ey, du nimmst dir voll viel Platz weg, Alter. Gib mal die Hälfte wieder zurück. Ich kann dich von da oben sehen. Geil. Scheiße. My name is Williams, and this is my prison. Any questions? Yeah. When are we allowed visitors in here? What's up with you? Any other questions? Good. Welcome to your new home. It'll set you free. We're done here. You heard him, man. Move out. We don't have all day. Go, 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 go! The only thing that will set me free is walking out the front door. It'll free your mind. You better stop taking those drugs. Alter, ich muss hier nackt durchlaufen, Alter. Er sollte lieber aufhören, Drogen zu nehmen. Ey, da seh ich dich ja! Lauf mal ein bisschen... Jawoll! Hey, Leo. So. Looks like you got yourself a new... Oh, ich muss die Treppe hoch. Ich komm jetzt zu dir, ey. Oh nein, ich krieg einen neuen Nachbarn. I don't know, man. Some white guy. Irgendwas. Yeah, no problem. Keep going. Let's go. Inside. Hey, relax. I said do it. Go. Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. Let's go. Get in your cell. Get dressed. Mein Gesicht. Ey! Ich wollte mir das Gesicht waschen, Mann. Ich muss mich umziehen, das ist wichtiger. Ja, du bist mein Nachbar. Echt jetzt? Ey, du bist hier in meiner Hood. Pass auf, was du machst. Du hast eine Körperverletzung gegangen. Ich hab Mord begangen, Mann. Wem willst du dir was tun? Tut mir leid, okay, tut mir leid, tut mir leid. Wir können ja darüber reden. Leute, ich muss sagen, mir gefällt das Spiel jetzt schon extrem, Alter. Oder? Ja, ist mir auch. Ich hab eine Show abbekommen, perfekt. Oder wir da draußen eine Pause ein bisschen. Hey Leo. What? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. It's over there. That's all I know. Komm, Nase. Wir gehen da jetzt hin. Ah, mit L2 kannst du... So reingucken. Gucken wir uns hier erstmal ein bisschen. Interessante Punkte in der Nähe finden. Isn't he always winning? Hey, hey, you calling me a cheater? What if I did? He's right. You are always winning. Are you cheating? Of course not. It's skills. If I were you, I'd check the dice. I might just do that. Sorry, I don't. You sure? Man's gotta have protection, you know? From who? Dude, you're asking way too many questions now. Well, stop asking me for weapons, then. Put me in the hole for 3 weeks. I'm gonna kill him. No, man. You can't do that. They'll just throw you back in and it'll be for good this time. I don't care. I'm still gonna kill him. Your friend is right. Taking out a guard would put us all in a world of pain. What are you saying? Huh? You siding with the guards? No, I'm siding with common sense, you idiot. You take him out, you're gonna make all our lives miserable. Yeah, I agree. Listen to him. I don't care. He's a dead man. Oh, willst du trainieren oder? Zeig mal deine Moves, Alter! Du hast mich jetzt ein bisschen... Kann man denn laufen hier, Alter? Ah, jetzt mach ich das. Oh, das mach ich. Oh, Alter, das wird immer anstrengender.
What has this guy done? 10, but his record's 19. That's it? It's way tougher than it looks, man. Why don't you give it a try? Okay, 19. Gut. Ich höre auf, Alter. Nein, mehr tut. Was ist das? Ach so. Das ist schwieriger als es aussieht. Sag ich so, Alter. Ich krieg mal eins nur hin. Ich krieg noch 20 hin. Ich hab's nicht hinbekommen, echt, du Scheiße, Mann. Du schaffst das. Ich glaub, man. Leute, das ist wirklich echt anstrengend. You guys seem to be enjoying yourselves. Ist mein Rekord gebrochen. Are you serious? You're in a prison and you're enjoying the sun. Guck mal, wie er den Rekord brechen will. Things, man. Yeah, you're probably right. Let's just hope. Komm einmal noch. Hey, come on. Just kidding. Enjoy. Jawohl. Oh, Alter, das ist anstrengend. Boah. Huh. Damn. You look like you need to work out. Just beef up a little. What the hell? You think? Especially if you want to survive in here. Yeah. Hier wird einfach einer gerade gejiggt. Maybe you're right, but is this all the equipment you have? It's all the equipment you need. Yeah, take a look at these biceps. Yeah, and take a look at my pecs. I can move them too. Watch, left, right, left, right. Wenn die einfach gar nicht das bewegen können. Not really, but thanks for the show. Sure, you're welcome. Digga. Ja, viel Spaß dann, ne? Wird er einfach hochgenommen da bei dir oder was? Der wird da gecheckt, ja. Na, Buddy, alles klar mit dir. Hey, what's up with you? My wife left me, man. I got nothing anymore. Oh nee. Oh, liebe Schützen. Zeig mir die 20. Ich kann auch in Real Life 20, also muss ich das hier auch können. Komm schon! What fish are you talking about? I'm here for life. Shit. Got any kids out there? No, man. I'm all alone. Dang. That's tough. Oh, shit. Scheint, als wäre Liegestützen einfacher, oder? Ja, Liegestütze ist einfacher. Ich hab's immer noch drauf. What do you want? This is a private conversation. Go away and mind your own business. Did you just tell me what to do? And what are you gonna do about it? Stand up and I'll show you. Look, look, we want no trouble, okay? Yeah? Then tell that to your boyfriend. Okay, I will, relax. Das ist deiner Freundin. Make it out. Ich dachte mich doch hier nicht von irgendwelchen Pennern hier kriegen. Go see a doctor. Oh, yes! I can't hear that voice. Good. Because that's the only voice you should listen to. Hey! Oh, da wollen sie mir welche Boxen. Let me go! There you are. It's time to play. Hey, hilf mir mal hier. What the fuck do you want? It's not about what I want. It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Get in there, new fish! Hey, hey. What are you doing? Go, Dragon Man, kill him! Huh? Take him down! Come on, motherfucker! Oh! Warte, motherfucker! Oh! Hau ihn aufs Maul, jawoll! Und du kriegst mal auf die Fresse, Alter. Ja, weg doch mal. Hau ihn aufs Maul. Gib mir, Junge. Verprügel ihn. Zeig ihm, wer der Boss ist.
Jawohl! Ja, gib ihm streck dir eine blutige Nase, Alter! Gib Was ihm. Willst du mal so voll geben? Nein! Ja! Nimm das! Er ja, kann nicht mehr oder was? Hä, hey, pass mal auf! Zack! Oh, jetzt gib ihm! Was willst denn du, Alter? Mann! Wie die verprügeln, Alter. Hey, hör auf damit! Stopp! Habt ihr genug oder was? Order! Break it up before I put you all in solitary. Go on! You better watch your back. You! Keep moving! Yeah, yeah. Stay the hell away from me, okay? Du bist ja schon kaputt, was ist los bei dir? Ich hab doch die Schläge bekommen. Ja, das war geil. Warum soll ich mich vor dir fernhalten, bitte? Ist mir auch egal. Das war echt episch, muss ich sagen. Das war echt geil. Here you go. Come on, I don't got all day. All right, thanks. Yeah, yeah. Next. Oh, wo soll ich mich denn jetzt bitte hinsetzen? How about you two lovebirds? Muss ich mich da hinsetzen? I want to eat. Hey, is someone talking? No. Mm-mm, I don't hear anyone. Me neither. Guys, don't fuck with me when I'm hungry, okay? Oh, we got a tough guy over here. Sure looks like it. All right. So what are you gonna do about it, gringo? How about this? Oh, all right, shit, man, relax. Ich wollte mir den Weg nicht freimachen, so habe ich den Typen im Bauch gehabt. Keine Ahnung, wirklich nicht mehr. Wo sitzt du, Alter? Ja, ich muss ja hier irgendwo sitzen, Alter. Hast du mich angeguckt? Hä? Hast du mich angeguckt? Wie du das ist. Ist das es? Ja. What do you think this is? A goddamn restaurant? Oh, nein. Hey, you, here I call! Huh? Lay down, it's time to die! Tschüss! Oh! Ich hab voll kassiert! Ich hab die ganze Zeit mit uns prügeln, Alter! Yeah! Here, take this! Ha, ha, I'll kill you! Kill you! Come closer! Let me carve you up! Well, come on, scumbag! Come on, come on! Where are you going? Huh, now that that's your corner! Fuck you, man! Stop. I'm gonna cut you! You can run, but you can't hide! Go come on. Closer! Let me carve you up. You know what she never been born. Come on, come on. Fuck you, man. Where are you going? I'm gonna cut you. Die ganze Zeit am Werfen. Okay, run. Ah, mich abstechen. Oh, du wirst verprügelt. Alter. Ah. Hey, grab him. Come here, asshole. Yeah, come on. Oh, hat den Guard geschlagen. Who wants to die first? You? Yeah, come on! Die! Huh? Huh? Come on, first! Come on! Oh. Ah, take this! Like this! Alter, Alter, hat einfach getötet. Echt. Holy shit. Was macht der Typ da, Alter? Holy den shit. Einfach abgestochen, Alter. Shit. I hate those things. Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful.
be all right. Just lay down and rest for a while. Yeah, yeah, thanks. Ich liege da links total kaputt. Hey, I'm Leo. Vincent. Listen, thanks. Don't mention it. Danke, tut mir leid wegen letztes Mal, ne? I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right. I'll help you. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Verdammt, ja. Alter. Du liegst da jetzt herum und ich muss jetzt die Scheiße da holen. Ich muss doch den Rücken frei halten. So Leute, aber ich würde sagen, wir werden uns dann im nächsten Part hier ein bisschen weiter umgucken. Ich fand's geil, wir sind so kein Interesse. Kiyomi, nein, nein. Das Kiyomi, nein, nein. Perfekt gepasst. Okay Leute, passt gut auf euch auf, bleibt clean und wir sehen uns dann im nächsten Part. Von AJ. Haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Und ciao.